Herzlich willkommen beim Lügenbrecher. Heute zum Thema Lothar Gassmann, Roger Libby und Achim Klein. Und zwar alles drei sind Theologen, die sich um die Endzeit bemühen und darum ringen, die Wahrheit hinter diesen Endzeitprophetien herauszufinden. Und das ist mir am Anfang einfach total wichtig, nochmal zu sagen, wir alle ringen hier um die Wahrheit. Jeder hat eine Deutung. Die Deutung, ja, sind unterschiedlich, aber im Kern haben wir alle den gleichen Herrn Jesus. Wir alle glauben, dass Jesus wiederkommt. Wir alle glauben an die einzige Erlösung durch den Opfertod Jesu. Wir alle glauben daran, dass Jesus der König der Erde ist, der König aller Könige. Also von daher sind wir alle zusammen in einem Boot. Und ja, das ist mir am Anfang wirklich nochmal ganz wichtig festzulegen, in dem Moment, wo wir uns wirklich streiten und sagen, oh, das ist aber jetzt hier ein ganz falscher Lehrer und ihr Lehrer, in dem Moment schaden wir dem Leib Christi mehr, als dass wir dem Leib Christi dienen. Und das wollen wir alle. Wir wollen dem Leib Christi dienen. Wir wollen Einheit schaffen. Mir ist schon bewusst, auch am Anfang, natürlich ist das jetzt erstmal so, wir sind uneins in ein paar Punkten, aber ich will mal anmerken, auch die 12 Apostel waren sich zwischendrin uneins. Da gibt es eine riesen Diskussion, als die Heiden sich alle bekehrt haben und Gemeinden in anderen Ländern gegründet worden sind mit Heidenchristen, dass sie sich auch gestritten haben. Also wir dürfen uns auch positiv, konstruktiv streiten und dann eben zu einer Einigung kommen. Und ich hoffe, dass in dieser Zeit, die jetzt meines Erachtens wirklich sehr wild ist und meines Erachtens so aussieht, als wenn ja ein Ende Babylons in Sicht ist, was ein Teil der Offenbarung ja ist, ja, und auch der Wiederkunft Jesu, dass sie rückt definitiv näher von Tag zu Tag, ganz sicher, weil wir alle glauben, dass Jesus wiederkommt. Das ist wirklich das Wunderbare. Also darüber brauchen wir nicht streiten und diskutieren. Das, was mir heute in diesem Video wichtig ist, ist, dass wir zusammen sehen und anhand des Wortes Gottes nochmal überprüfen, was sind die Zeichen der Zeit und was ist der Auftrag der Gemeinde Jesu. Darum geht es mir am allermeisten. Und dieser Auftrag, was der Auftrag der Christen ist, ist in diesem Video, werdet ihr merken, ein bisschen unterschiedlich. Der Auftrag bleibt, dass wir Menschen zu Jesus bringen. Wir sollen missionieren, evangelisieren, alle Menschen auf der ganzen Welt zur Umkehr und zur Buße rufen. Halleluja, keine Diskussion, ja? Dass wir uns alle heiligen sollen, alle wach sein sollen, nicht schluderig sein und in irgendwelche Sünden fallen, sondern die Sünde ablegen, immer wieder Buße tun und das Vorbild Jesu haben. Sind wir uns alle einig? Also alle, die wir heute sehen werden, sind uns darin einig. Und das ist der Kern, ihr Lieben, das ist das Fundament. Was wir uns aber angucken, ist zu überlegen, dass die Christen in der Endzeit, vor allem in der Trübsalzeit, sind sie dabei, haben sie einen Auftrag oder nicht? Und das ist meines Erachtens schon eine wichtige Frage, weil ich denke, wir haben einen Auftrag und der ist in der Bibel auch sehr ersichtlich. Aber darüber dürfen wir jetzt diskutieren. Auch mit meinen ganz Lieben, und ich habe eine große Ehrfurcht vor meinen drei Brüdern hier, die wir jetzt gleich angucken werden, ja, Roger, Achim und Lothar. Und dann bin ich mal gespannt, zu welchem Ergebnis wir kommen. Und dann haben wir auch noch ganz tolle Fragen aus der Community, und da freue ich mich, mit euch zusammen den Fragen auf den Grund zu gehen. Also, ihr Lieben, erstmal jetzt nochmal ein herzliches Hallo in die Runde. Es ist so toll, dass ihr mich so unterstützt. Auch an dieser Stelle nochmal, ohne euch wäre das alles nicht möglich. Vielen Dank, dass ihr so mit uns zusammensteht und uns unterstützt. Ja, das ist total toll. Ich hoffe, dass ich euch auch eigentlich, ich hoffe eigentlich fast alle oder alle, die ihr so zur Community gehört, dass wir uns eines Tages auch wirklich persönlich sehen und nicht erst im Himmel, sondern auch hier auf der Erde. Ich finde das immer schön. Jetzt steigen wir aber sofort rein, und zwar schauen wir uns den ersten
Lehrer an. Das ist Roger Libby. Sehr bekannt, auch sehr hohen Einfluss. Ich will direkt mal am Anfang sagen, was ich an diesem Mann sehr schätze. Er liebt Jesus. Also ich habe mir das Video angeguckt und ich dachte so, wow, Gott, also das ist einer der Zeugen, der vor uns herrennt. Der liebt Jesus, der zahlt jeden Preis für Jesus und er macht das mit ganzem Herzen, dass er in das Wort Gottes hineingeht. Also es geht um die Entrückung. Ja? Wir werden, jedes Video hat einen anderen Schwerpunkt. Das Video hat also wirklich den Schwerpunkt Entrückung und wir schauen uns an, er geht hier auf den Thessalonicher Text ein und der Thessalonicher Text ist eigentlich auch die einzige Stelle in der ganzen Bibel, die über eine Entrückung spricht, wenn Jesus wiederkommt. Also es gibt ja die Entrückung von Henoch, der ist entrückt worden, der Philippus, der ist nicht in den Himmel entrückt worden, aber in einen anderen Ort, also sowas gibt es schon, vereinzelt, aber dass eine ganze Christenheit Jesus entgegengerückt wird, wenn er wiederkommt. Wir schauen uns gleich auch das griechische Wort an. Ich habe also nochmal heute ausgiebigst studiert und auch zu neuen Erkenntnissen gekommen. Und darum geht dieses Video. Und wir gehen mal so mitten rein und zwar in Minute 7 und lass uns das mal zusammen anhören. Gegen dem lebendigen, wahren Gott zu dienen. Also hier in der Grafik sehen wir das erste Symbol, hier ihre Bekehrung, echte Bekehrung. Umkehr um 180 Grad gegenüber. Ich liebe das. Also was für ein Feuer. Das ist so cool. Echte Bekehrung. 180 Grad von allen Götzen weg hin zu Jesus. Früher. Wie wäre es, wenn du ab morgen alles dich machst? Du in einen unendlichen Urlaub fährst? Du. Und jetzt geht es weiter in ihrem Leben. Jetzt geht es weiter in ihrem Leben. Dieser Pfeil da am Boden, der drückt aus, jeden Tag mit dem Herrn Jesus leben, dem lebendigen und wahren Gott dienen. Das war ihr Lebensinhalt geworden. Und zwar mit einer klaren Erwartung, indem sie eben gewissermaßen täglich den Sohn Gottes erwarteten aus dem Himmel. Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. So, hier halten wir jetzt mal an. Und hier sehe ich das tatsächlich anders. Was ich genau richtig sehe, ist, wir alle bereiten uns vor auf Jesu Wiederkunft. Wir sind nicht nur auch irgendwann mal sind wir dann im Himmel, sondern wir jeden Tag kann Jesus wiederkommen. Das hat Jesus gesagt, das haben die Jünger gesagt, Paulus, Petrus, alle. Wenn du auch bei Paulus, werden wir auch gleich mal einen Text nehmen, wo Paulus gesagt hat, hey, bereitet euch vor für den Tag des Herrn, auch in der Apostelgeschichte. Wenn er predigt, sagt er das. Ja? Der einzige Unterschied ist, er hat hier Wiederkunft Jesu und hat das statt ein Pfeil runter, hat ein Pfeil nach oben gemacht. Das scheint in der ersten Situation ein ganz kleiner Unterschied, ist aber dann im Ende doch ein großes. Das ist wie, wenn ich mit dem Schiff ja ein bisschen nach links gehe oder nach rechts. Am Anfang ist das nicht so ein großer Unterschied, am Ende ein Riesenunterschied. Ich komme halt woanders raus, ja. Also was er sagt, ist im Thessalonicher Brief, der ganze Thessalonicher Brief geht dahin, dass wir zuerst entrückt werden, wenn Jesus kommt. Und Jesus kommt ein zweites Mal wieder nach der Trübsalzeit. Wir werden entrückt, hier unten geht es weiter, dann beginnt, und jetzt hat er das eben gesagt, der Zorn Gottes, der über die Erde ausgeschüttet wird. Es wird eine Zeit sein, so schlimm wie es noch niemals gab. Aber vorher wollte er die Gemeinde retten vor diesem Zorn.
entführen sozusagen und dann geht es weiter. Und am Ende kommt Jesus nochmal mit der Gemeinde wieder, um dann die Herrschaft einzunehmen. Ja, also ich habe mal geguckt, wir hören auch gleich nochmal ein bisschen weiter. Im 1. Thessalonicher 1, Vers 10, ich lese euch das jetzt nochmal vor, dieser eine Vers. Da heißt es also, bereitet euch vor, was ich auch richtig toll finde. Wir leben in dieser Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Und dann heißt es, und auf seinem Sohn aus den Himmeln, den er von den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet vor dem Zorn Gottes. Meines Erachtens nach geht es in diesem Text darum, wir sind vor dem Zorn und Gericht gerettet, weil Jesus für uns gestorben ist. Also hier geht es um ein Gericht, was über die Welt kommt und über die abgefallene Gemeinde, wie es ja in der Offenbarung drin steht. Ja? Da werden wir gerettet vor, aber nicht indem wir weggenommen werden, sondern in der Offenbarung steht ja zum Beispiel die Frau, die in die Wüste flieht. Ja? Oder die Menschen, die Heiligen, die aus Babylon rausgehen, damit sie nicht das Zeichen des Biestes reinnehmen. In der Wildnis wird etwas vorbereitet. Gott tut etwas. Also die ganze Offenbarung, da tut ja etwas. Also Gott, Jesus tut etwas mit uns und vor allem er kämpft mit uns, Offenbarung 17, mit seinen Heiligen und Auserwählten kämpft er gegen das Biest. Also wenn hier steht, Gott will uns vor dem, Jesus rettet uns vor dem Zorn Gottes, ist das in erster Linie, weil er uns gerettet hat vor dem Gericht, weil er uns von Sünde erlöst hat und weil wir jetzt in der Endzeit mit Gott einen Auftrag haben und auch von ihm gewarnt werden, was wir nicht annehmen sollen, das Zeichen des Biestes, damit wir nicht in Babylon die Plagen und die Sünden miterleben werden, die dort wirklich ausbrechen werden. Jetzt lass uns mal weiterhören. Also sie lebten in einer täglichen Erwartung der Wiederkunft Christi für die Gläubigen. Zur Entrückung. Und das ist ganz grundlegend, denn das zeigt uns, von Anfang an war für die Gläubigen klar, wir müssen nicht warten, bis ein ganz bestimmtes Zeichen, eine ganz bestimmte Prophetie in Erfüllung gegangen ist und dann beginnen wir zu warten, bis der Herr Jesus kommt. Sondern damals war es schon so, sie konnten warten. Es wäre denkbar gewesen, dass der Herr kommt an irgendeinem Tag. Und das ist geblieben für die 2000 Jahre, die gefolgt sind bis heute. Also es ist nicht so, dass zuerst hätten die Juden aus aller Welt heimkehren sollen und den Staat wieder gründen. Nein, jeden Tag warten, damals. Sie mussten auch nicht warten, bis einer kommt, der Antichrist ist. Und dann kommt die Entrückung. Sie mussten auch nicht warten, bis das, was die Bibel nennt, die große Drangsal kommt über die ganze Welt. Und dann muss man warten. Nein. Das ist nicht von dem abhängig. Und ich werde noch genauer erklären, warum. Und zwar ist das Wort X etwas ganz Wichtiges. In der Bibel ist die Zeit zwischen Entrückung und dem Moment, wenn die große Drangsalzeit kommen soll, ist eine Zeit X. Und es ist natürlich so, heute sehen wir ganz viele Zeichen, die machen uns klar, die Drangsalzeit kommt bald. Der Antichrist kommt bald. Aber es ist eben so, zwischen Entrückung und dem Kommen des Antichristen und der großen Drangsal, das ist ein X. Und jetzt sehen wir, dieses X wird immer, immer kleiner, weil die Schachfiguren, das werden wir sehen, wenn wir diesen Countdown anschauen in diesen Tagen, die Schachfiguren für die Dinge, die erst nach der Entrückung stattfinden können, die sind aufgestellt und werden aufgestellt. Und damit wird klar, weil wir eben noch vorher gehen müssen, Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Weil wir noch gehen müssen, bevor der große Zorn Gottes, wie in der Offenbarung beschrieben wird, kommt. Ja, dann ist klar, dann wird die Entrückung immer dringlicher. Aber
Das war wichtig. Alle Zeit erwarten. Aber wenn man glaubt, zuerst muss der Antichrist kommen und die Drangsalzzeit muss geschehen und dann die Entrückung, ja, dann kann man nicht jeden Tag den Herrn erwarten. Und Gott hat extra dieses X nicht bekannt gegeben in der Bibel, damit diese tägliche Erwartung des Kommens des Herrn lebendig sein konnte durch alle Generationen des Gemeindezeitalters hindurch. Wir gehen weiter. Okay, also ich fasse das nochmal so zusammen. Das ist auch das, was im nächsten Video rauskommt, ist, dass, also mit diesem X übrigens, das steht so nicht in der Bibel drin, sondern das war sozusagen eine Lösung, die man gesucht hat für ein Problem. Und dieses Problem liegt in der 70. Jahrwoche. Da komme ich später gleich nochmal drauf, ja. Und zwar hat man diese 70 Jahrwochen und guckt, wann vieles ist schon erfüllt worden, außer die letzte Woche. Und das ist sozusagen eine prophetische Pause. Und ja, und da müssen wir einfach nur warten und quasi die Zeichen der Zeit noch nicht mehr so beachten, weil das ist das, was er sagt. Die Offenbarung ist eigentlich für die Juden, nicht für die Christen. Die Christen wissen nur, oh, in der Trübsalzeit, also alles, was in der Offenbarung geschieht, das ist dann für die Juden, damit sie dann später in der Offenbarung sehen können, ah, okay, das und das passiert und jetzt müssen wir uns alle bekehren, ja. Und wir als Christen, vielleicht etwas überzogen, aber so sagt er das ja schon, wir müssen jetzt nicht gucken, okay, jetzt passiert das und das und das und das, oh, und dann kommt Jesus wieder, weil sonst würden wir uns ja ausruhen und eventuell in Sünde fallen, weil wir sagen, ach, Jesus kommt ja so schnell nicht wieder. Und er sagt, aber es ist ja so wichtig, jeden Tag so zu lieben, dass Jesus wiederkommt. Deswegen sagt Jesus, diese ganzen Zeichen, ja, die sind nicht für uns, die sind später dann für die Juden. Wir müssen einfach jeden Tag so leben, als wenn er kommt. Das ist das X. Das ist das, was er sagt. Das finde ich insofern problematisch. Also erstens, dass in der Bibel ein Buch ist, was nicht für die Christen bestimmt ist, sondern für Juden, finde ich etwas problematisch. Und zweitens, also nicht, dass man das jetzt gar nicht machen kann. Also es ist ja eine Deutung. Er deutet, ich deute, der Lothar Gassmann deutet. Wir werden auch gleich nochmal was ganz, ganz anderes sehen, was sehr, auch sehr krass ist. Aber was wir auch zulassen müssen, weil das dürfen und vor allem das sollen wir. Wir sollen deuten. Ich betone das sehr oft, damit das sehr in unsere Herzen rutscht, damit hier nicht Spaltung geschieht, sondern eher, was die Apostel damals gemacht haben, ein Ringen um die Wahrheit. Und da ist Deuten und ein guter Streitmodus wichtig. Also, was ich denke, er sagt ja vor dem Zorn, ich habe ja schon gesagt, was eigentlich in der Bibel wird ja oft über den Zorn Gottes gesprochen und vor dem Gericht und dass wir, wie Johannes 3, Vers 16 heißt, wir sind gerettet, wir sind nicht im Gericht, aber wenn wir nicht an Jesus glauben, sind wir schon im Gericht und wir sind im Zorn Gottes. Also das ist damit gemeint. Jetzt kommt er mit der Entrückung, also er sagt ja, die Entrückung, also wir müssen weggenommen werden, wenn Jesus wiederkommt. Hier ist auch etwas ganz Schwieriges. Keiner in der ganzen Bibel, nirgendwo und in der und fast 1500 Jahre, nee, warte mal, stopp, 1900 Jahre lang nach Christus, hat niemand darüber gepredigt und daran geglaubt, es gab diese Theologie von zwei Wiederkünften Jesu, zwei Tage des Herrn gab es nicht. Es gibt eine Wiederkunft Jesu, die ist am Ende, wo wir entrückt werden und wo Jesus dann alle richtet. Und das ist etwas, wo ich denke, das ist eines der größten problematischen Punkte. Weil, so wie er das beschreibt, gibt es eine zweifache Wiederkunft. Jesus kommt erst, um uns zu entrücken, der große Tag des Herrn, und dann kommt er nochmal. Und das finde ich sehr schwierig, auch dass wir entrückt werden müssen. Das ist für mich ganz untypisch für Gott, weil er hat uns ja als Leib extra hier auf der Erde. Warum nimmt er seinen Leib und sein Licht weg? Steht auch nirgendwo so, lese ich das in der Bibel. Und wir schauen uns jetzt mal an, also er sagt ja dann dieses, wenn der Widersacher kommt, der Antichrist, also diese ganzen Trübsalsgeschichten kommen, nachdem die Gemeinde wegentrückt ist, weil wir diesen Zorn nicht miterleben. Und ich will im selben, an dieselbe Gemeinde gibt es einen zweiten Brief.
Lass uns das mal zusammen lesen und ihr hört mal zu, als wenn ihr das erste Mal hört. Also im ersten Brief geht es um, wenn Jesus wiederkommt, stehen die Toten auf, die werden auferweckt, wir werden verwandelt, Jesus entgegengerückt und dann werden wir für immer mit ihm sein. Period. Punkt. Da steht nicht und danach geht es weiter. Meine Einstellung ist, wenn Paulus wirklich diese Lehre hätte, es wäre sehr komisch, wenn er das nicht auch ausdrücklich so gesagt hätte. Wir werden entrückt und dann kommt die Trübsalzeit. Steht so nicht drin. Ihr könnt nachlesen, 1. Thessalonicher 4 und dann ist einfach Ende. Ende des Briefes. Also wir werden mit Jesus sein. Jetzt kommt ein zweiter Brief, wo er erklärt über diese Trübsalzeit. Und ich lese euch das jetzt mal vor und ich bitte dich mal, hör das mal an, was du verstehst. 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Was aber das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht, unsere Versammlung bei ihm, so bitten wir euch, dass ihr euch nicht so schnell wankend werdet in eurem Sinn und dass ihr euch nicht erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort, noch durch einen Brief, die von uns sein sollen und behaupten, der Tag des Herrn sei schon da. Ich wiederhole nur, was drin steht. Über den Tag des Herrn, wenn Jesus wiederkommt, da sollen wir jetzt nicht irritieren lassen, irgendwie, der ist schon gekommen oder der hier, es ist schon alles am Wirken. Ja? Weil, lasst euch von niemandem verführen in keinerlei Weise, denn zuvor, jetzt kommt es, bevor Jesus wiederkommt, muss der Abfall kommen und der Mensch des Frevels offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes, Tempel ist hier übrigens Naos, nicht Jeron. Also Naos wird von Paulus mehrmals benutzt, zum Beispiel als er sagt, wir sind lebendige Steine im Tempel Gottes, da benutzt er Naos. Jeron ist ein griechisches Wort für das Gebäude als aus Stein, ja? Also das Tempelgebäude wird auch oft benutzt, vor allem bei Jesus, ja? Aber Naos ist der geistliche Tempel. So, er setzt sich also in den Tempel, überhebt sich über alles, was Gott oder Heiligtum heim, so dass er sich uns selber sagt, er sei Gott. Denn das Geheimnis des Frevels ist bereits wirksam, nur muss der es jetzt aufhält, erst hinweggetan werden. Hier interpretiert er, also nur muss der es jetzt aufhält, erst hinweggetan werden. Der sagt ja, das ist die Gemeinde. Steht aber so nicht drin. Es ist sogar, es muss etwas, in der Offenbarung steht sogar etwas von Engeln, die losgelöst werden. Ja? Also irgendwas hält das noch auf, Gott sagt Stopp, und das muss aber hinweggetan werden. Hier steht nicht, die Gemeinde muss entrückt werden. Und dann, im Gegenteil, es heißt, wenn Gott wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt, bevor das geschieht, wird dieser Widersacher kommen. Er wird sich über Gott erheben, es wird ein weltweiter Abfall geben und dann wird der Frevler offenbart werden, ihn wird der Herr Jesus töten mit dem Hauch seines Mundes. Und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Der Frevler wird aber kommen durch das Wirken des Satans mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Leute, ihr Lieben, ich habe wirklich, es steht hier ausdrücklich sogar gewarnt, dass bevor Jesus wiederkommt, das alles geschehen muss. Weil wenn Jesus wiederkommt, wird er den Frevler zerstören und nicht uns wegnehmen und später nochmal, 7 Jahre später wiederkommen und dann erst den Frevler zerstören. Steht hier einfach so nicht drin. Versteht ihr, was ich meine? Ihr könnt auch gerne jetzt gleich hier nochmal fragen. Hier, ich will euch mal 3 Stellen rausnehmen. Nochmal immer. Wenn ihr wirklich eine Stelle findet, wo das anders ist, bitte sagt mir Bescheid. Immer wenn von diesem großen Tag des Herrn geschrieben wird, ist das nicht ein die Gemeinde wird weggenommen und dann geht es hier unten auf der Erde weiter. Sondern Apostelgeschichte 3, Vers 19. So tut nun Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit Zeiten der Quickung kommen von Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den Himmel aufnehmen. Muss
muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, aber stoppen, der euch zuvor verkündet wurde, Jesus Christus, den Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, wovon Gott geredet hatte durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her. Also hier in Apostelgeschichte 3 heißt es, es ist eine Predigt von Petrus an eine Menge, die sich bekehren soll und die sich auch bekehrt hat. Und da heißt es, wenn Jesus wiederkommt, wird er die Dinge wiederherstellen, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her. Das sind Propheten aus dem Alten Testament, die das Friedensreich angekündigt hat. Und hier heißt es, da für diese Zeit sollt ihr euch bekehren und Buße tun und euch vorbereiten. Oder Apostelgeschichte 17, auch wieder Paulus. Nun gebietet Gott in Athen, sagt er das, den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Hier geht es um Jesus Christus. Wieder. Die Welt wird vorbereitet, sie sollen Buße tun, weil wenn Jesus wiederkommt, wird er die Dinge wiederherstellen und er wird Gericht halten über die ganze Welt und ja, hier Gericht halten. 2. Petrus 3, Vers 10. Hier geht es um Petrus, der war 3 Jahre mit Jesus zusammen. Jesus hat ihn darüber gelehrt, dass er wiederkommt. Schaut mal an, wie Petrus das beschreibt, die Wiederkunft Jesu. Petrus, 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht. Ja, es wird unvorhergesehen kommen. Keiner wird sagen, an dem und dem Tag. Wie ein Dieb in der Nacht heißt, oh, jetzt kommt's, es ist da, okay? Wie ein Dieb in der Nacht, an dem die Himmel vergehen werden mit großem Krachen und die Elemente werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke darauf werden verbrennen. Also wenn Jesus wiederkommt, steht auch Petrus sagt nicht, oh, dann wird die Gemeinde wegentrückt, sonst, wenn es so wäre, wenn er das von Jesus gehört hätte, ihr Lieben, ich bin 99% sicher, dass er es hier irgendwie auch erklärt hätte. Also dann werden wir entrückt und dann wird Gott die Welt richten und dann kommt Jesus wieder nochmal, um die Welt zu richten. Aber hier steht es, wenn er kommt plötzlich, aber dann wird die Elemente krachen, vor Hitze schmelzen, die Erde und Werke werden darauf verbrennen. Wenn Jesus wiederkommt, wird es ein gewaltiges Drama geben. Wie auch immer das dann aussehen wird, ist ein prophetischer Hinweis. Wir wissen immer, dass Prophetie dann etwas ist, wenn es soweit ist, es manchmal anders aussieht, wie wir uns das so vorstellen. Es wird definitiv ein Riesending sein. Matthäus 24, Jesus selber sagt über seinen großen Tag, wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sichtbar sein von wie ein Blitz von Norden, Süden, Osten, Westen. Und auch er sagt, die Sonne wird sich verdunkeln, der Mond wird rot werden, ja, Sonne wird rot werden. Also es wird sichtbar werden. Ihr Lieben, das muss nicht unbedingt heißen, dass jetzt die Welt in Flammen aufgeht. Also wenn jetzt hier heißt, die Werke darauf werden verbrennen, das kann sein, aber es kann auch sein, zum Beispiel gibt es Sonnenfinsternis. Als Jesus gestorben ist, gab es ein Erdbeben. Es gibt den blutroten Mond. Es gibt, dass man die Sonne kaum sieht mit Wolken. Wenn, das steht ja auch in der Offenbarung, es wird einen dritten Weltkrieg geben, dann wird es definitiv viel brennen. Ja, es werden Häuser brennen. Also wenn wir jetzt schon bei Kriegen sehen, ob das Gaza ist oder ob das Ukraine ist. Ich kenne Leute, die das sogar miterlebt haben. Die haben wirklich gesagt, es ist, alles stinkt, du kannst kaum mehr atmen, alles, die Häuser brennen. Du kannst einfach nur froh sein, wenn du aus diesem Desaster rausgerettet wirst. Also es ist schon heute hier und dort sichtbar, wenn Jesus wiederkommt, wird irgend so etwas in der Richtung passieren. Aber in allen Stellen steht drin, dass wenn Jesus wiederkommt, wird er richten. Und er wird sein Friedensreich aufrichten. Er wird die Dinge wieder in Ordnung bringen. Und das ist der Grund, dass ich, ja, ihr könnt jetzt selber mal gucken, ihr Lieben, will ich mal auf eure Fragen eingehen.
Ich verstehe schon, dass das natürlich, ich habe das schon in einem anderen Video erklärt, eine Theorie ist, die sehr schön ist. Also, dass wir das alles nicht miterleben, ist natürlich auch eine schöne Vorstellung. Aber wir müssen im Blick haben, das ist erst 150 Jahre alt, diese Theologie. Und es gibt auch verschiedene Gründe, warum sie sich etwas ausgebreitet hat. Ja? Weil über lange Zeit sich niemand anderes wirklich damit beschäftigt hat. Und es war eine Heiligungsbewegung. Ja? Gut, jetzt aber mal bitte, wer hat Fragen dazu? So, jetzt lese ich mal hier vor. Alle werden es annehmen, die nicht im Buch des Lebens stehen, von Grundlagen der Welt an. Genauso steht es in der Bibel. Aber ist es nicht für uns eine Prüfung, das Mahlzeiten anzunehmen? Es kommt dann zweimal, finde ich. Naja. Gabriel, was meinst du damit? Also ich denke, genauso steht es ja in Offenbarung 13 drin. Bitte, unser Buch, mein Buch ist fertig. Es ist leider noch nicht erschienen, weil es noch im Design ein paar Sachen gab. Aber es ist fertig, ihr Lieben. Es ist unglaublich, ja. Und es geht Schritt für Schritt, Kapitel für Kapitel durch die Offenbarung. Unten habt ihr einen Link, könnt es vorbestellen. Es ist auch Hardcover-Druck, also richtig Buch zu Hause. Und das Wichtigste ist, dass du wirklich die Offenbarung kennst. Ja, genau, also das nur mal so nebenher. Also hier steht zum Beispiel in Offenbarung 13, da steht ja sogar, dass das Biest die Heiligen überwindet für eine Zeit. Also wenn die Heiligen dann entrückt werden, wären, warum steht da drin, dass das Biest in der Trübsalzeit die Heiligen überwindet? Ja, und natürlich nicht alle, weil das steht ja dann in Offenbarung 14, dass eine große Gruppe diesen Zeichen widersteht. Und du hast recht, Gabriel, meines Erachtens nach ist das eine Prüfung. Ja. Bei der Entrückung, Philipp, der Gemeinde zu Jesus, es behauptet niemand, dass da Jesus auf die Erde kommt, um die Gemeinde zu holen. Darum muss das sehr genau differenziert werden. Okay, Philipp, das ist jetzt interessant. Das ist sehr, sehr wichtig, was Philipp hier gerade sagt. Philipp sagt, wenn die Gemeinde entrückt wird, kommt Jesus nicht wieder. Das behauptet niemand. Das ist aber falsch. Philipp, wir haben gerade hier gehört von dem Roger Libby aus les mal 1. Thessalonicher 4. Da, wo Entrückung steht. Ich kann es nochmal hier lesen. 1. Thessalonicher 4. Hier steht es. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass die wir leben und übrig bleiben bis zum Philipp, kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen. Danach werden wir, die wir leben, übrig bleiben, zugleich mit den Toten entrückt auf den Wolken dem Herrn entgegen. So werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. Also Philipp, in allen Stellen, die genommen wird, um diese Entrückung zu erklären, geht es immer um die Wiederkunft Jesu. So, oder ist der Gott auf die Erde gekommen, um Henoch zu entrücken? Nein, er wurde, richtig, Philipp, da hast du auch wieder recht. Henoch wurde entrückt, das hat gar nichts mit der Wiederkunft Jesu zu tun, sondern Henoch wurde einfach entrückt, weil er mit Gott ging. Gottes Reich ist ein Königreich, keine Demokratie. Amen dazu. Ich bin auch der Meinung, dass wir vor der Trübsalzeit entrückt werden. Meinungen kann man haben, nur es braucht einfach biblische Belege. Und ich habe eben gerade vorgelesen, Jesus kommt wieder, wir werden entrückt. Danach in Kapitel 4 ist erstmal dann Ende, also dann sollen wir uns darauf vorbereiten. Und im 2. Thessalonicher wird deutlich gesagt, bevor Jesus wiederkommt, wird der Antichrist kommen, es wird Menschen sein, die oder einer, der sagt, er ist Gott oder die Menschheit ist Gott, es wird eine Trübsalzeit, es wird eine Drangsal geben, bevor Jesus wiederkommt. Von daher fehlen mir noch die biblischen Belege dafür. Welcher Bräutigam schlägt seine Braut grün und blau, um sie hinter grün und blau zu... also, okay. Die Bewahrte, sehr gut. Also, deine Behauptung ist, ja, also wenn Gott uns doch liebt, er
kann doch die Trübsalzeit uns nicht zumuten. Aber in der Offenbarung heißt es ja, dass wir ja deshalb aus Babylon raus sollen. Da steht genau drin, wie Lot, geh raus aus Sodom, denn ich werde Sodom jetzt richten. Das ist ja für mich der Grund, warum ich darüber diskutiere. Weil die Gefahr bei dem, wir werden ja entrückt, die Gefahr, die ich ganz real sehe, ist, dass die Menschen, die davon fest überzeugt sind, den Ruf Gottes vorher raus aus Babylon zu gehen, um nicht grün und blau geschlagen zu werden, überhören. Und das ist für mich wirklich eine reale und auch sehr schlimme Gefahr. Wer sind diese? Das sind jene, die aus der Drangsal kommen und sie haben ihre Kleider reingewaschen im Blute des Lammes. Deutsch Ritter. Du sprichst von Offenbarung 7. Da werden 144.000 versiegelt und danach siehst du eine ganz große Menge, die aus der Trübsalzeit kommen. Und da hast du recht. Da steht nicht die große Menge, die die Trübsalzeit nicht nicht miterlebt haben, sondern sie haben sie durcherlebt. Sie haben ihre Kleider weiß gelassen. Also du hast recht. Wenn du Offenbarung 7 durchliest, dann liest du, natürlich werden wir durch die Trübsalzeit durchgehen und wir werden unsere Kleider weiß rein gewaschen haben. Wir haben die Verführung überwunden. Wir haben ihr widerstanden. So. Dann, wer Tag des Christus mit dem Tag des Jahwe verwechselt oder gleichsetzt, wird immer in die Irre gehen. Okay, das ist, also du meinst, es gibt einen Tag von Jesu Wiederkunft, einen Tag Jahwes. Okay. Ja. Biblische Belege brauche ich dafür. Also in der Bibel lese ich von einer Wiederkunft des Menschensohns, welcher ist Jesus Christus, an den auch Lothar Gassmann und Roger Libby und Achim Klein glauben. Das finde ich ja das Tolle. Wir alle glauben an denselben Jesus und wir alle glauben, dass Jesus kommt und richtet. So. Glauben Sie, dass Nichtchristen das Paradies betreten werden? Abraham, gute Frage. In der Bibel heißt es, nur die im Buch des Lebens stehen, werden in das neue Jerusalem, sprich das Paradies, kommen. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir alles erfahren. Richtig, Hubi. Das denke ich auch und ich vertraue auch ganz darauf, dass Jesus seine Braut vorbereitet, dass er sie beschützt, so wie es heißt, und dass er sie ohne Flecken und Runzeln macht. Ich glaube fest daran, dass Jesus seine Braut in der entscheidenden Zeit wieder vereint, dass es nicht Leute gibt, die nach da zeigen, nach da, nach da, nach da, sondern dass es wirklich eine große Einheit im Leib Christi gibt. Das glaube ich sehr. So, wo ist genau Babylon? Graziella Keller. Wo ist genau Babylon? Dafür müsste man fast nochmal einen eigenen Livestream machen. Babylon wird ja in nach Offenbarung 13 wird Babylon erwähnt. Ist auch interessant. Davor nicht. Davor heißt es nur die große Stadt, aber danach wird Babylon erwähnt. Und dann in Offenbarung 16, 17 und 18 ist es sozusagen Hauptthema. Babylon ist ein Synonym für das, was unter Nimrod im 1. Mose 10 und 11 entstanden ist. Also Nimrod gründet Babel und Babylon und dann gibt es den Turmbau zu Babel. Hinterher dann übernimmt ja Nebukadnezar dieses erste große Weltreich. Also mit dem Turmbau zu Babel entsteht Babylon als Reich des Menschen, also ein angestrebtes Weltreich, was sich über Gott erhebt. So. Und das kann man sozusagen die ganze Bibel über als, ja, als Synonym, als hat immer wie eine Schlange, die häutet sich ab und zu, aber innen drin die Schlange bleibt dieselbe. So, auch so mit neue, auch so eine neue Lehre. Der Tag des Herrn ist dann plötzlich nicht mehr der Tag des Christus. Ah, okay, gut.
Richtig, also der Tag des Herrn, der Tag Jesu, das ist das, glaube ich, nicht glaube ich, das ist das, da sind wir alle uns einig. Also es gibt nicht noch einen anderen Gott, der irgendwie zurückkommt. Es kommt nur dieser eine Gott wieder. Und er kommt als der Menschensohn wieder, als Richter kommt er wieder. Okay, dann gehen wir jetzt mal, wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, gehen wir mal rüber zu dem unserem zweiten Herrn, und das ist der Lothar Gassmann. Der Lothar Gassmann ist auch einer, der die Entrückung lehrt. Also man muss sich das, es kommt aus dem Dispensationalismus. Auch das wird in meinem Buch sehr genau beschrieben. Ich habe es, glaube ich, auch in einem Video mal ein bisschen mehr beschrieben. Also das ist eine neue Lehre von vor 150 Jahren ist das so entstanden. Und das heißt, dass Gott in verschiedenen Dispensionen, also Haushalterschaften, handelt. Und das ein Teil davon ist, dass die Gemeinde sozusagen ein kleines Zwischenstadium ist mit Gottes Plan mit Israel und den Juden. Und ja, wir sind sozusagen als Zweige reingesetzt worden, sind sozusagen zweite, also der zweitgeborene Sohn. Aber der erstgeborene Sohn ist Israel. Damit bleibt auch Gottes Verheißung. Er wird auch seine Verheißung mit Israel weiter so im physischen Israel, im physischen Jerusalem zu Ende führen. Und deswegen kam diese Theologie, da kommen wir auch gleich nochmal mehr drauf, mit diesen 70 Jahrwochen. Das ist sehr wichtig, dass man das auch mal versteht, woher das so kommt. Und dann wird diese Gemeinde entrückt und dann bringt Gott seinen erstgeborenen Sohn wieder, ja, zur Raison und in seine Berufung rein, ja, durch diese Trübsalzeit. Das ist also auch das, was Lothar Gassmann lehrt. Und jetzt finde ich sehr interessant, weil man muss ja auch mal wissen, was hat das oft für so, ja, Nebenzweige, ist ja alles ein Baum, ja. Und hier spricht Lothar Gassmann über die charismatische Bewegung. Und da möchte ich mit euch mal zusammen reinhören. Ich finde manche Sachen sehr interessant, auch sehr, auch ich habe da meine, über bestimmte Bereiche in der charismatischen Bewegung meine Fragezeichen, aber lass uns mal zusammen anhören, was er uns sagt. Sie haben ja charismatische Bewegungen erwähnt, hm, oder kommentieren auch viele, sagen wir mal so, wie Adventisten und so. Und bei charismatischen ist ja nicht unbedingt, oder sagen wir auch vieles biblisch belegbar. Ja. Natürlich, ja, ja. Hm. Allein der Befehl in Markus zum Schluss, wo er sagt, viele Dinge werden euch mitfolgen, wenn ihr glaubt. Hm. Wie beurteilen Sie das überhaupt in den Gemeinden, wenn man auch Sprache, Sie haben heute auch die Zungenrede erwähnt. Erwähnt nur, ja. Ja, und Sie bekamen, die Stelle haben Sie auch erwähnt, bekamen die Gabe des Heiligen Geistes. Können Sie kurz darauf eingehen? Die ganze Frage, charismatische Bewegung, Pfingstbewegung, oder? Ja, man darf es ja das nicht komplett sagen, okay, das ist jetzt falsch oder ist richtig, Ihre Meinung, ja, ja, einfach dazu. Ich habe darüber eineinhalbstündigen Vortrag, den kann ich jetzt aber nicht halten. 7 Gründe, warum ich kein Pfingstler oder Charismatiker bin, heißt der. Gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal. Auch als Buch habe ich das jetzt veröffentlicht. Das Grundproblem ist, dass man da ein Stufendenken eingeführt hat. Das heißt, man sagt, der Heilige Geist wird nicht empfangen bei Bekehrung und Wiedergeburt, sondern erst bei der Geistestaufe als zusätzliche Stufe. Und diese Geistestaufe ist dann verbunden zwangsläufig mit Zungenrede oder was Sie darunter verstehen. Das ist so diese Grundlehre. Aber das ist schon mal falsch, weil in Epheser 1, 13 und 14 steht, ihr wurdet versiegelt mit dem Heiligen Geist, als ihr gläubig wurdet. Als ihr gläubig wurdet. Also bei Bekehrung, beim Glauben. Und die Geistestaufe ist praktisch verbunden mit Bekehrung und Wiedergeburt. Das kann man nicht auseinanderreißen. Und so ist die ganze Basis schon falsch, wo man dann sagt, da muss jetzt nochmal Handauflegung kommen, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Weil der Heilige Geist ist eine Person, die lässt sich nicht quantifizieren, sondern nur qualifizieren. Das heißt, man kann den Heiligen Geist nicht aufteilen in verschiedene Stufen, wo er empfangen wird. Man kann ihn höchstens dämpfen oder betrüben, aber nicht sagen, du hast jetzt ein Stück Heiligen Geist, jetzt kriegst du aber noch mehr Heiligen Geist und so. Ja. Also ich finde das ganz interessant. Ich muss ihm hier
in einem großen Teil recht geben, wie ich auch eben Roger Libia in vielen Dingen recht gegeben habe, nur so dann in so kleinen Dingen. Also für alle, die denken, oh, ich kann ganz viel Heiliger Geist haben oder ganz wenig, das ist richtig, der Heilige Geist erstmal, und hier will ich mal eine Stelle hier vorlesen aus Apostelgeschichte 2, Vers 48, also in den Anfängen der Ausgießung des Heiligen Geistes, wo Petrus sagt, tut Buße an jeder von euch, lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen, die Gabe, nicht die Gaben, die Gabe, das Geschenk des Heiligen Geistes empfangen. Ihr Lieben, wenn wir uns bekehren, bekommen wir alle den Heiligen Geist. Wir können gar nicht, wenn wir uns bekehrt haben, dass die Wiedergeburt geht nur aus dem Heiligen Geist. Aus dem Heiligen Geist und aus dem Wort Gottes. Also der Heilige Geist ist, das gebe ich immer recht, ist eine Person, die in uns wohnt, die können wir betrüben, die können wir an den Rand drängen, die können wir übergehen. In Galater 5 steht das so super drin. In uns ist das Fleisch, der selbstsüchtige alte Mensch und der Geist Gottes. Galater 5. Und die beiden streiten miteinander. Das geht schon. Und wenn ich den alten Menschen in mir, die sündige Natur, regieren lasse, das heißt, ich tue, was meine Gefühle sagen, auch wenn sie noch so verletzt, wenn ich noch so verletzt bin, gibt es keinen Grund, ich muss nicht diesem alten Menschen folgen, indem ich mich dann versündige. Wenn ich sündige, habe ich dem alten Menschen gefolgt. Und da steht im Galater 5 so, aber wenn dich der Heilige Geist regiert, dann entsteht in dir Liebe, Freude, Frieden und so weiter. Dann entstehen die Früchte des Geistes, wie ein Apfelbaum bringt Äpfel hervor. Das kann ich tun. Aber ich kann nicht ein bisschen Heiligen Geist und ganz viel Heiligen Geist in mir haben. Hier stimme ich Ihnen überein. Was ist dann mit der Geistestaufe? Ich will mal an eine Stelle zurück vorgehen, wo ich gar nicht mit ihm übereinstelle, und das ist über das Sprachengebet. Da merkt man auch, das finde ich dann sehr, also wenn jemand so richtig gegen etwas ist, wahrscheinlich hat er schlechte Erfahrungen damit gemacht, muss man immer vorsichtig sein, dass man das Kind mit dem Bad nicht ausschüttet. Ja? Ich will mal eine Stelle über die Geistestaufe reden, also vorlesen, und zwar aus Apostelgeschichte 8. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen hinab. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Also hier haben wir schon mal ganz klar, die sind getauft worden, die haben sich bekehrt, aber hier haben sie noch, ich lese es nochmal vor, also hier geht es ja nicht um, sie bekommen jetzt erstmal überhaupt den Geist Gottes, sondern, die kamen hinab, beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, ne? Und hier merken wir schon, hatten die jetzt vorher gar nicht den Heiligen Geist, ja, und dann steht im Weiteren, und der Geist Gottes kam auf sie, und jetzt hatten sie die Gaben des Geistes. Ich lese es nochmal an einer anderen Stelle, da wird es nochmal deutlicher, Apostelgeschichte 10, Vers 48. 19, Vers 1 bis 6. Apostelgeschichte 19, 1 bis 6. Es begab sich aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das obere Land kam und nach Ephesus kam. Dort fand er etliche Jünger und sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten ihm, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es den Heiligen Geist gibt. Das ist eine tolle Ergänzung zu unserer ersten Stelle. Also hier wird ja schon insofern das von Luther ausgehebelt. Es gibt genug Stellen, also ich kann euch hier gleich 5 vorlesen, aber das eine war ja hier wenn ihr hier steht, sie taufen auf den Namen Jesus zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also wenn wir uns taufen lassen und wenn wir bekehren, haben wir den Geist Gottes. Es ist ein kleiner, scheinbarer Widerspruch zu den Texten eben, aber kommen wir nochmal zu dieser Apostelgeschichte 19 Stelle. Also, wir haben auch nicht mal gehört, dass es den Heiligen Geist gibt. Das ist meines Erachtens ein Schlüsselsatz. Apollos hat über Jesus Christus gepredigt. Er hat gepredigt, dass wir Buße tun sollen
um mit Jesus in seinem Reich zu leben und vorbereitet zu sein, wenn er wiederkommt und seine Herrschaft auf Erden einnimmt. Dieser Apollos hat aber nicht über den Heiligen Geist gesprochen, der aber ganz wichtig ist, weil Jesus sagt ja, der Heilige Geist in uns wird uns die Kraft und Gaben und Früchte geben, die wir brauchen, um Licht in dieser Welt zu sein und diese Welt natürlich auf Jesu Wiederkunft vorzubereiten und Nationen zu Jüngern zu machen. Davon hatten sie noch nie gehört. Ich nehme mal an, dass in Apostelgeschichte 8 es ähnlich ist. Also hier heißt es, die Apostel hören nur, die waren nicht da. Sie hören, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hat, weil da gab es ja viele Leute, haben sich bekehrt, sind dann weiter wie Apollos und hat Menschen zu Jesus gebracht. Aber die Lehre war nicht vollständig. Sie haben nicht verstanden, dass sie den Geist Gottes brauchen, die Gaben, dieses Bewusstsein, oh, ich habe hier Gaben und der Heilige Geist kann zu mir reden, kann mir Gottes Wort weitergeben. Und dann haben sie nochmal eine zusätzliche Geistestaufe. Hier heißt es, sie beteten um den Heiligen Geist. Was heißt das? Durchaus kann ich und soll ich Menschen lehren, du bekommst den Heiligen Geist, das ist eine Kraft in dir, der kann Gaben in dir freisetzen, sodass du Kranke heilen kannst, in anderen Sprachen beten kannst, prophezeien kannst. Musst du das? Nein. Es steht ausdrücklich in 1. Korinther 12, nicht jeder hat alle Gaben, sondern die Gaben werden verteilt. Weil es nicht jeder ist eine Hand, sondern der eine ist die Hand, der andere ist der Fuß. Ich glaube nicht, dass jeder Christ alle in Sprachen beten müssen. Steht auch so in der Bibel übrigens drin. Ja? Nicht jeder muss in Gaben sprechen, nicht jeder kann Kranken heilen. Aber grundsätzlich, diese Gaben sind da und sie werden verteilt. Und der eine hat die Gabe, der andere hat diese Gabe. Grundsätzlich sollen wir alle für Kranke beten, aber es gibt die spezielle, ganz ausdrückliche Gabe der Krankenheilung. Und dafür sollen wir beten, dass diese Gaben in uns frei werden. Dass diese Kraft des Heiligen Geistes, die uns Mut gibt, auch in schwierigsten Situationen Zeugnis von Jesus abzulegen, dass die in uns drin ist. Da stimme ich mit ihm nicht überein. Ja. Aber trotzdem heißt es auch nicht, oh, da gibt es ganz viel Heiliger Geist und ganz weniger Heiliger Geist, sondern du hast den Heiligen Geist, du wirst gelehrt davon, du kannst ihn umsetzen, du kannst die Gaben praktizieren, du kannst sie einüben, auf jeden Fall. Ja, habe ich ja schon gesagt. Sind dazu erstmal Fragen? 1. Timotheus 4, Vers 7. Danach werden wir, die wir haben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt. Ja, das hatten wir schon eben gelesen. Das ist Thessalonicher. Okay. In Lukas 17, Vers 20, als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann Gottes Königreich kommen würde, antwortete er, Gottes Königreich kommt nicht auf spektakuläre Art für alle zu erkennenden Art und Weise. Das ist eine gute Frage, gute Sache, Paraguay Dreams, ja. Wenn sowas in der Bibel kommt, also hier steht zum Beispiel, es ist so ein bisschen wie diese Geschichte jetzt mit dem Heiligen Geist. Auf der einen Seite sagt Jesus, oh, das Himmelreich, das kommt nicht auf eine spektakuläre Art und Weise, sondern in dieser Stelle, in Lukas, sagt er sogar, es ist schon mitten unter euch. Und damit meinte er sich selber. Weil die Pharisäer hatten damit erwartet, dass dann irgendwann mal ein König kommt mit einem großen Heer und Israel befreien wird. Und Jesus sagt, no, ich bin der Verheißene. Ich bringe euch jetzt das Himmelreich Gottes. Ist in dieser Stelle so gemeint. Das heißt aber nicht, also Jesus spricht trotzdem, er kommt her, er verteilt seinen Geist an seine Jünger, damit ist sein Leib, ein Teil von Jesus, ist ja hier mitten unter uns. Du und ich, wir sind ein Teil von Jesus. Sein Geist wohnt in uns. Wir bringen sein Werk voran, noch viel mehr, als wenn er alleine auf der Erde geblieben wäre. Er sagt, es ist gut für euch, dass ich gehe. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, denn der Geist Gottes wird in euch weiterleben. Und das bin ich. Ich werde durch euch mein Werk weiterbringen. Und trotzdem wird er nochmal wiederkommen.
Und das zweite Mal wird er schon spektakulär wiederkommen. Haben wir eben gerade gelesen. Er sagt, wenn ich das nächste Mal wiederkomme, wird es sein wie vom Blitz. Die ganze Welt wird es erkennen. Anders wie beim ersten Mal. Okay. So. Habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es und die Zeit ist nahe. Richtig. Gut, jetzt gehen wir nochmal kurz zu euch, kurz zu dem Sprachengebet. Und da wollen wir ein bisschen vorspringen auf Minute 7. Weil da wird es schon deutlich, wo man sagt, da muss man wirklich vorsichtig sein, wenn man auf einige Stellen in der Bibel sich fixiert und andere Stellen, die ergänzend sind, manchmal sogar fast gegensätzlich. Also wo ich denke, hä, das ist doch ein Widerspruch. Da kann ich sagen, ach, ich will die einfach ignorieren, ich fixiere mich jetzt hier drauf. Ja? Wie zum Beispiel er sagt, wenn wir uns bekehrt haben, haben wir den Heiligen Geist, jetzt ignoriere ich alle anderen Bibelstellen, die etwas anderes sagen. Ist höchst gefährlich. Sollten wir wirklich nicht tun. Wir neigen als Menschen dazu, aber nicht gut. Diese ergänzenden Stellen helfen uns, ein Gesamtbild zu geben. So, jetzt gucken wir mit euch mal an, was, also er widerspricht ja, er sagt ja, der charismatische Geist ist ein esoterischer Geist und ein Geist von unten. Mit dem stimme ich überhaupt nicht überein. Glaube ich, dass es Richtungen gibt, bei denen es so ist? Ja, natürlich. Also es gibt extreme Auswüchse von, die sind dann auch schnell am Ende, die werden zerstört. Das merkt man ja daran. Da gibt es so eine kleine Erweckung und dann geschehen lauter angebliche geistgewirkte Phänomene. Habe ich schon sehr oft in meinem Leben erlebt, ja? Dass solche Gruppen kommen und was weiß ich, was da geschieht und durch den Heiligen Geist angeblich hervorgerufen werden soll. Und kurze Zeit später ist das wie ein Feuer, was auf diese Gruppen kommt. Die spalten sich und dann ist eigentlich nicht mehr viel übrig. Meines Erachtens immer wieder auch ein Gericht Gottes, wo es einfach zu extrem wird und wo sich unter den Geist falsche Geister einmischen. Auch das glaube ich, dass es das gibt. Aber lass uns mal hören, was er hier über das Sprachengebet sagt. Es ist da frei in seiner Entscheidung, auch was Gemeinde angeht. Wir können aber nur sagen, im Wort steht es anders geschrieben. Und natürlich ist Sprachenreden eine Gabe. Aber ich verstehe es so, so wie es auch in der Bibel ist, dass wenn eine neue Volksgruppe erreicht wurde mit dem Evangelium, Gott gegenüber Israel als Zeichen gegeben hat, dass die plötzlich auch in Sprachen reden konnten, wie die Jünger an Pfingsten. Die haben ja Sprachen, echte Sprachen gesprochen, die sie nicht gelernt hatten. Das ist Sprachengabe. Ja. Wenn ich jetzt plötzlich Chinesisch kann, ist es eine Sprachengabe. Aber wenn ich irgendwas plappere, was keine Sprache ist, dann ist es psychisch oder dämonisch. Das hat nichts mit dem Geist Gottes zu tun. Und ich habe noch nie gehört, dass plötzlich da jemand eine echte Sprache spricht. Ich war öfter schon in solchen Gemeinden. Das geht meistens schalala, balala, balbababab und so. Genau. Das ist, das ist keine Syntax, nichts. Das ist antrainiert irgendwie. Oder. Also Gebet. Und so, okay. Auch hier wieder ist so ein Beispiel. Da beruft er sich viel auf 1. Korinther 14. Lesen wir auch gleich. Wo er sagt, also, weil die Jünger damals, und was auch richtig ist, also nochmal, das stimmt, die Jünger, da kam der Geist Gottes auf sie und sie haben alle in unterschiedlichen Sprachen gesprochen und ja, ihr Lieben, diese Sprachen waren reale Sprachen. Lest selber, Apostelgeschichte 2. Alle konnten, also die Griechen haben die verstanden und dann aus dem hinteren Orient, die haben die plötzlich verstanden, die hatten eine reale, echte, neue Sprache erlernt. Da hat er recht. Das heißt aber nicht, dass das Sprachengebet an sich immer eine andere Sprache sein muss, weil, ich lese das euch mal vor, 1. Korinther 14, strebt nach der Liebe, Halleluja, das machen wir, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die prophetische Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn, im Geist redet er Geheimnisse.
Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Auferbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ganz klar gibt es ein Sprachengebet, was niemand versteht, genauso wie es hier drin steht. Es dient zu meiner Erbauung. Und dann geht es hier sogar noch weiter, aber noch viel mehr so, denn wer prophetisch redet, ist größer als der in Zungen redet, es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Wenn jemand öffentlich in Sprachen betet, soll es übersetzt werden. Das steht hier drin. Und ich stehe da komplett hinter. Wenn bei uns jemand aufsteht und in Sprachen betet, muss jemand da sein, der es übersetzt. Wenn nicht, sollten wir es sein lassen. Ist es Sünde? Steht hier nicht drin. Also nicht alles, was in der Bibel steht, wo man sagt, oh, mach das so, zum Beispiel Timotheus wird gesagt, misch unter dein Wasser Wein. Ist jetzt Sünde, Wasser ohne Wein zu trinken? Nein, ganz sicherlich nicht. Deswegen ist ja so, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig, ja, dass man den ganzen Geist der Bibel versteht. So, und hier stehen doch ganz klare Anweisungen. Ich finde das auch ganz, ganz leicht. Andere Dinge sind viel, viel schwerer. Also, wenn ich in Sprachen bete, dann ist das etwas für mich und Gott. Das mache ich in meinem Kämmerchen, damit ich auferbaut werde. Wenn ich laut in Sprachen im Gottesdienst spreche, nur wenn jemand es übersetzen kann. Hier steht deutlich nochmal, Sprachengebet eigentlich in erster Linie, entweder ist es eben, stimmt, eine andere echte Sprache. Wenn ich in ein Land gehe, hier in Paraguay würde ich mir das manchmal wünschen, ich bete, Herr, gib mir die Sprache, gib das Sprachengebet einer neuen Sprache, damit ich mit Leuten einfach über das Evangelium reden kann. Aber wenn ich das andere, ist das zu meiner Auferbauung und in erster Linie strebe ich nach einer prophetischen Rede. Wir müssen nicht etwas in Sprachenlaut sagen, damit es nochmal übersetzt. Warum nicht direkt prophetisch reden? Gibt es das? Ja, das gibt es auch. Also ich denke, dass das irgendwie ganz einfach ist. Also hier merkt man aber, Lothar Gassmann schätze ich sehr. Er hat viele sehr, sehr gute Predigten, ähnlich wie Roger Libby. Die beiden sind eigentlich recht ähnlich zusammen, ja. Und bei manchen Dingen ist es einfach ein bisschen übers Ziel hinaus. Aber wir sind alles Geschwister und wir sollen uns in Respekt und Liebe um die Wahrheit mühen. Sind dazu Fragen, ihr Lieben? Ach du meine Güte, die Zeit vergeht. Sind dazu Fragen? Wie kann ich Gott in Geist und Wahrheit anbeten und gleichzeitig den Geist von unten haben? Will er damit sagen, dass ich von Dämonen besetzt bin und sondern verloren gehe? Also, oh, hier ist nochmal. Wenn er sagt nicht, dass du verloren gehst. Er sagt, dass er dieses unverständliche Sprachengebet, sagt er, also so verstehe ich ihn, dass es ein Geist von unten ist und dass die charismatische Bewegung von Geistern von unten gelenkt werden. Ja, das sagt er. Aber er sagt nicht, dass wir alle verloren gehen. Das habe ich jetzt von ihm nicht gehört. Ne? Sondern, dass das echt gefährlich ist. Also müssen wir auch mal wissen, also die Offenbarung sagt ja auch, die Gemeinden werden durchgerüttelt, weil da überall, außer in zwei Gemeinden, also fünf von sieben Gemeinden sind von Sünde und Bösem durchtränkt. Einzigen ist ja Jesus für uns gestorben. Wenn wir es erkennen, sollen wir Buße tun und umkehren. Aber das ist das, was er sagt. Gut. Sind noch Fragen dazu? Also der Feiertag ist der Feiertag des spätrömischen Sonntag. Darauf kommen wir. Deutscher Ritter. Das wird hier eine Frage sein. Da musst du noch ein bisschen Geduld haben. Aber ich würde fast sagen, doch, ich gehe noch auf das eine ein. Ihr könnt ja das Video, wenn ihr es später anguckt, stoppen und irgendwann mal weiter anschauen. Aber ich finde das nochmal hochwichtig. Ich möchte mit euch jetzt nochmal zu dem Achim Klein gehen, weil er geht auf die 70 Jahrwochen ein und ich möchte unbedingt, weil es auch ein großes Ding ist, also der Dispensationalismus wird auf diese 70 Jahre aufgebaut. Und deswegen möchte ich, dass ihr das nochmal euch anhört. Das ist der Achim Klein. Den lasst uns mal zusammen anschauen, was der über die 70 Jahrwochen sagt.
Israels, ist das für die nicht so schwer zu verstehen, weil die mit dieser Erzählweise auch vertraut sind. Und die werden die Offenbarung dann sehr viel besser verstehen. Und die werden auch verstehen, dass das ein Bald ist, denn das geht schnell. Das sind dann nur noch 7 Jahre, nur noch die letzte 70. Jahrwoche, die das dauern wird. Hier sagt er, also das ist Teil vom Dispensationalismus, ist, dass die Offenbarung für die Juden geschrieben ist, also gar nicht für uns Christen. Und er sagt halt, die Offenbarung können wir gar nicht richtig verstehen, weil die Juden das halt nur verstehen können. Und er sagt, diese 5 mal 3,5 Jahre in Offenbarung 11, 12 und 13 sind eigentlich nur 7 Jahre, und zwar diese letzte 70. Jahrwoche. Lass uns mal weiterhören. Das führt, wenn wir das so sehen und einordnen, zu einer exakteren Deutung der Offenbarung. Und das deswegen, weil wir ein besseres Verständnis der Offenbarung haben, weil wir plötzlich sehen, die Offenbarung ist zwar auch an uns, ja, wenn Gott uns da Verständnis für gibt, gegeben, aber insbesondere für diese beiden Zeugen in der Endzeit, für diese beiden Propheten, die übrigens die Erde quälten, ja, diese zwei Propheten quälten, die auf Erden wohnten. Das heißt nicht, dass die schreckliche Dinge tun, sondern die tun etwas, was die Menschen auf der Erde dann ärgert, nämlich die verkündigen das Evangelium Jesu Christi. Die reden von der Wahrheit Jesu Christi. Und die predigen aus Jerusalem heraus einer untergehenden Welt, dass man sich zu Jesus Christus bekehren muss und allein in ihm heil ist. Und dass die, die sich nicht bekehren zu Jesus Christus, verloren gehen und verloren sind und verloren bleiben. Und das ist das, was die auf Erden wohnt, quält, weil die nämlich in der Sünde leben. Ja, das ist so, als ob man Alkohol auf eine Wunde träufelt. Das tut einem weh, die Wunde mag das nicht, das tut weh, und trotzdem ist das heilsam und gut, weil das desinfiziert. Ja. Und dieses Wort, was aus Jerusalem herauskommt, ist ein Wort der Wahrheit, ein Wort des Heils, und es desinfiziert und will desinfizieren, aber wenn das in diese verschmutzten Herzen der Weltmenschen kommt, dann ärgern sie sich darüber und das quält die, und deswegen sind die auch irgendwann froh. Ich mache mal ganz kurz, ich sehe gerade, ich habe es ein bisschen weit vorgespult, nochmal zurück. Im Neuen Testament, so im paulinischen Evangelium, nicht unbedingt. Und die haben ja nun auch zu Lebzeiten von Paulus gelebt, also kann das auch nicht für die gelten, denn da steht ja auch in Vers 7 von Kapitel 22, siehe, ich komme bald, ich komme schnell. Siehe, ich komme bald, steht auch in Vers 12, Offenbarung 22, Vers 12, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Und in Offenbarung 22, Vers 20 noch einmal, es spricht der solches bezeugt, ja, ich komme bald. Für welche Zeit und für wann gilt das? Wenn man in der Offenbarung mal nach dem Begriff Propheten sucht, dann findet man insgesamt 12 Mal diesen Begriff Prophet oder Propheten oder Prophetin. Ja? Und zwar 3 Mal in einem negativen Zusammenhang, nämlich einmal von dem Weib Isabel, die da spricht, sie sei eine Prophetin. In Offenbarung 2, Vers 20 und einmal in Offenbarung 16, Vers 13 und 19, Vers 20 jeweils von dem falschen Propheten, also Propheten im negativen Sinn. Aber 9 Mal wird auch von Propheten im positiven Sinn berichtet. Offenbarung 10, Vers 7, in den Tagen der Stimme des 7. Engels, wenn er posaunen wird, soll vollendet werden das Geheimnis Gottes, wie er verkündigt hat seinen Knechten, den Propheten. Und in Offenbarung 11, Vers 10, und die auf Erden wohnen, werden sich freuen über sie und wohlleben und Geschenke untereinander senden, denn diese 2 Propheten quälten die auf Erden wohnen. Und in Offenbarung 11, Vers 18, und die Heiden sind zornig geworden und es ist gekommen dein Zorn und die Zeit der Toten zu richten und zu geben den Lohn deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und Großen, und zu verderben, die Erde verderbt haben. Und in Offenbarung 16, Vers 6, denn sie haben das Blut der Heiligen und Propheten vergossen, denn Gott hat euer Urteil an ihr gerichtet. Oder Offenbarung 18, Vers 24, und das Blut der Propheten und der Heiligen. Und dann, wie schon gesagt, Offenbarung 22, Vers 6, und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott, der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Und Offenbarung 22, Vers 9 noch einmal, und er spricht zu mir, siehe, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und deiner Brüder, der Propheten und derer, die da halten, die Worte dieses Buchs, bete Gott an. Jetzt ist die Frage, ob man aus diesen ganzen Versen, die jetzt über Propheten handeln in der Offenbarung, herausfinden kann, welche Propheten da genau gemeint sind. Und da ist dieser Vers 10 aus Offenbarung 11 wichtig, denn da steht,
und die auf Erden wohnen, werden sich freuen über sie und Wohlleben und Geschenke untereinander senden, denn diese zwei Propheten quälten die auf Erden wohnten. Okay, also jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Also um das Ganze, er ist so ein bisschen komplizierter, muss ich zugeben. Auch das ganze Video, er ballert so verschiedene Verse raus. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man, das kann man mal machen, aber wenn man dann viel so einfach überall die Verse nimmt, ja, und die ballert man zu, komplett aus dem Zusammenhang gerissen, ist das immer ein bisschen schwierig für mich. Aber um das Ganze mal ein bisschen zusammenzufassen, was der Achim Klein hier erklärt. Er erklärt, dass die Offenbarung über Propheten spricht und vor allem zwei Propheten aus Offenbarung 11, das sind die zwei Zeugen. Und diese zwei Zeugen, wie er so sagte, da bin ich mit ihm überein, die quälen die Welt, weil sie das Wort Gottes verkünden und die Welt das nicht hören möchte. Steht auch so da drin. Er sagt nur, das will er mit diesen Propheten so ein bisschen erklären, dass diese Propheten die Juden meinen. Also sie müssen aus den Juden kommen und nicht aus den Christen. Und ihr merkt ja so ein bisschen, es ist nicht so einfach, das zu diesem Ergebnis zu kommen, weil das so in der Offenbarung nicht drin steht. Und zwar in dem Neuen Testament, in den Briefen steht ja viel davon, dass Gott Propheten in die Gemeinde hineingestellt hat. Und jetzt zu dem Schluss zu kommen, dass die Propheten aus der Offenbarung aber nicht aus den Christen sind, sondern aus den Juden, ist schwer. Und das versucht er so hinzubiegen, sag ich mal. Ja? Und was er dann auch sagt, ist, wieder Roger Libby, dass diese zwei Propheten in der Offenbarung in diesen sieben Trübsalsjahren predigen wird. Und diese sieben Trübsalsjahre sind die letzte Jahrwoche aus den 70 Jahren. Und ich möchte euch das nochmal erklären. Ich habe lange gebraucht, bis ich es verstanden habe. Aber diese 70 Jahre gibt es eine Prophetie im Alten Testament über die 70 Jahre. Und ich möchte über die sprechen, weil ich glaube, wenn ihr das verstanden habt, was diese 70 Jahre sind und diese letzte 70. Jahrwoche aus dieser Prophetie, dann versteht ihr auch, warum die da so ein großes Ding draus machen und warum ich denke, dass es nicht so ist. Okay? Also, bleibt ein bisschen dran. Wie gesagt, es wird euch sehr helfen, zu wissen, was sind diese 70 Jahre. Die 70 Jahre kommen aus Jeremia 25, Vers 11. Also, da Jeremia war ein Prophet, der bevor das Exil, bevor die Israeliten ins Exil geschickt worden sind, ein Prophet war, der das Volk Israel, vor allem die Treuen im Lande, darauf vorbereitet hat, was kommen wird. Hört zu, Jeremia 25, 11 bis 12. Dies ganze Land wird zur Wüste werden, ein Schreckenbild, und diese Völker werden dem König von Babylon 70 Jahre lang dienen. Wenn die 70 Jahre zu Ende sind, werde ich den König von Babylon und sein Volk wegen ihrer Schuld bestrafen, und ich werde aus dem Land der Babylonier eine Wüste machen, in der ewiger Friede herrschen wird. Diese Prophezeiung trifft in erstmal ein, indem ja tatsächlich das Volk Israel unter die Herrschaft des babylonischen Königs geführt wird. Sie wird auch in Erfüllung gehen, weil Babylon ja wirklich besiegt wird durch die Perser. Das Einzige, was noch nicht passiert ist, ist der ewige Frieden. Der muss noch kommen. Der kommt ja auch irgendwann mal. Ne? Aber das ist erstmal ganz interessant. Also 70 Jahre. Volk Israel wird bestraft wegen ihrer Sünde. Und in Jeremia 29 spricht Jeremia nochmal von den 70 Jahren. Hört zu. Denn so spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre vorüber sind, will ich mich eurem Elend zuwenden und euch zu dieser Zeit wieder heimholen. Wenn man das jetzt zusammenpackt, lesen wir: Volk Israel kommt ins Exil nach Babylon. Dann, das sind 70 Jahre, wenn die 70 Jahre um sind, wird Babylon bestraft wegen ihrer Sünde.
Nebukadnezar bekehrt sich ja zwischendrin, aber dann fällt er ja wieder ab, beziehungsweise dann der König, der darauf, der Belsazar, der nach ihm kommt, der ist ja noch ein extremer Sünder und schlussendlich im Jeremia 51 heißt es raus aus Babel, denn jetzt wird Babylon zerstört und bestraft und zu einer Wüste gemacht. So. Daniel wiederum greift genau diese 70 Jahre auf, weil Jeremia und Daniel sind Zeitzeugen. Also sie leben beide zur gleichen Zeit. Daniel liest diese Prophetie von Jeremia, den er als echten Propheten Gottes anerkennt, und kommt zu folgendem neuen Schluss. Also er bekommt eine neue Offenbarung von Gott. Daniel 9, Vers 24, Vers 27. Jetzt kommt ein Engel und sagt zu Daniel: 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Um das Maß der 70 Wochen. Hier wird schon deutlich, das sind Jahrwochen. Also jetzt wird es interessant. Um das Maß der Verbrechen zu vollenden und die Sünde zu tilgen, um die Schuld zu sühnen und ewige Gerechtigkeit zu bringen, um das Gesicht und den Propheten zu versiegeln und das Allerheiligste zu sammeln. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter, also ich habe ein bisschen was übersprungen, also es sind viele Dinge, da sind auch viele eins, das ist alles eingetroffen, ja. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und niemand wird ihm helfen. Und das Volk meines Fürstens wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Aber dann kommt das Ende durch eine Flut. Und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über den Verwüster ergießen wird. So, Daniel forscht über diese 70 Jahre. Merkt, wow, die 70 Jahre sind bald zu Ende, was auch alles stimmt. Also das Volk Israel ist tatsächlich nach 70 Jahren wieder zurückgeführt worden, ein Teil, die gehört haben, die anderen nicht. Also ungefähr 45.000 steht ja im Esra drin. Die sind zurückgekommen, haben dann den Tempel wieder aufgebaut und so weiter. Auch ganz interessant, dass ein großer Teil in Babylon geblieben ist und dann auch die Strafe bekommen hat. Okay. Jetzt kommt ein Engel und sagt, noch eine, addiert zu diesen 70 Jahren nochmal eine neue Prophetie und das sind 70 Jahrwochen. Und diese 70 Jahrwochen, da ist man sich recht einig, übrigens auch bei den Juden, die gar nicht an Jesus glauben, ist 70 Jahrwochen eine Woche 7 Jahre. Ja, das sind 70 mal 7 Jahre. Und da, wenn man die jetzt so guckt, was da drin steht in Daniel 9, sind viele Dinge einfach so passiert, wie sie da drin stehen. Und jetzt kommt diese letzte 70 Jahrwoche, die ich eben hier vorgelesen habe, wo eben ein Gesalbter kommt, der wird ausgerottet werden und dann kommt eine Verwüstung und dann in der Mitte der Woche wird Schlachtopfer und Speiseopfer abgeschafft und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild der Verwüstung und so wird anrichten, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über den Verwüster ergießen wird. Das ist auch das, worauf Jesus nochmal später anspricht. So, die Dispensationalisten sagen Folgendes. Die sagen, also die ersten 69 Wochen sind alle eingetroffen. Und dann kam Jesus. Und dann sagen sie, weil die letzte Woche, die können sie nicht so richtig einsortieren. Die wissen nicht so, wann ist die schon passiert und so weiter. Dann sagen sie, gibt es eine prophetische Pausentaste. Wir befinden uns jetzt in einem Leerraum seit 2023 Jahren, 2000 Jahren. Und irgendwann mal, also kommt diese letzte Woche und dann passiert das, was hier drin steht. Und das sind diese 7 Jahre. Deswegen kommen die Dispensationalisten darauf, dass in der Offenbarung diese 5 mal 3,5 Jahre eigentlich nur 7 Jahre sind. Und diese 7 Trübsalslare, die bauen sich alle auf diese 70 Jahrwochen auf. Und diese 7 Trübsalsjahre, sagen die Dispensationalisten,
die sind, dass halt die Gemeinde entrückt worden ist. Und dann kommt nochmal ein ganz spezielles Gericht auf die Juden, damit sie sich bekehren. So, das ist jetzt, okay, diese Lehre ist weit verbreitet, weil darüber wurden Filme gemacht und Bücher gemacht und es ist halt eine coole Lehre. Also ich sage auch nicht so, ja, ist immer ganz interessant. Aber nicht nur, dass sie ganz, ganz neu ist, sondern es gibt natürlich auch andere Theologen, die zu einem ganz anderen Schluss kommen. Ich möchte, das nennt man also die meisten, also Juden überhaupt, aber viele auch in Amerika, man nennt das Präterismus, sagen, dass diese 70 Jahrwochen schon längst passiert sind. Das ist auch das, was ich glaube. Warum? Daniel sinnt über diese 70 Jahre, die Jeremia verheißen hat, und jetzt bekommt er nochmal eine Ergänzung dazu. Und diese 70 Jahre gelten wirklich Israel. Und dieser Präterismus, der kann diese ganzen 70 Jahrwochen relativ lückenlos bis zur Zerstörung Jerusalems, und damit wurden ja auch die Opfer abgeschafft. Ja, es war 70 nach Jesus, dass mit 70 nach Jesus diese 70 Jahrwochen abgeschlossen ist. Das Volk Israel wurde bestraft, Jerusalem zerstört, die Opfer im Tempel abgeschafft. Seitdem sind sie auch nicht mehr wieder aufgebaut worden. Und der Verwüster kam. Punkt. Also von daher finde ich es recht schwierig zu sagen, diese 7 Jahre so abzulösen, finde ich sehr, sehr schwer. Also es ist sehr untypisch für Gott, dass er sagt hier, dein Volk wird 400 Jahre in Ägypten in der Sklaverei sein. Und daraus dann zu sagen, ja, es sind 400 Jahre, aber doch nur irgendwie 395 und die letzten 5 Jahre kommen irgendwann mal. Es ist sehr untypisch für Gott einfach. Also wenn Gott eigentlich was sagt, dann sagt er es so. Dann ist das so ein Zusammenhang und ein Guss. Versteht ihr, was ich meine? Und es ist vor allem, es ist durchaus möglich und durchaus auch recht logisch und sinnvoll, dass mit der Zerstörung Jerusalems diese 70 Jahre vorbei sind. Gut, das ist meine Sicht der Dinge und jetzt möchte ich euch mal bitten, nochmal eure Sicht der Dinge hier reinzubringen. Habt ihr Fragen dazu? Fühl dich lieb umarmt. Das tut mir leid. Habe Baustellen genug in meinem Leben. Das tut mir auch wirklich sehr leid. Halleluja. Jesus segne dich. Segne jeden Einzelnen, der dieses Video sieht. Kümmere dich um jede Not, das ist mir nochmal immer wichtig. Darum geht es Jesus auch, dass er dir hilft, deine Not und deine Prüfung und Herausforderung gut zu überwinden. Gut, sind nochmal dazu Fragen mit den 70 Jahrwochen. Ich merke immer, da schalten die meisten Leute ab, weil es wirklich kompliziert ist und es ist kompliziert. Selbst für die Dispensationalisten ist das nicht einfach. Es ist ein ziemliches Konstrukt. Ich schätze den Roger, Lothar und Achim sehr. Ich gehe nicht mit allem, was sie lehren, konform, aber das Gute behaltet und das Schlechte stelle hinten an. Amen dazu. Philipp, super, so sehe ich es auch. Gut, ihr Lieben, wenn keine Fragen mehr da sind, möchte ich wirklich kurz noch auf die anderen Fragen eingehen, weil die passen so gut und ich möchte mir Zeit nehmen, um darüber noch mal kurz zu sprechen. Und zwar geht es um Melanie. Melanie fragt, liebe Inga, wie kann man die Herrschaft über Sünde gewinnen, wenn man sich zum Beispiel vornimmt, sein Verhalten zu ändern, aber am nächsten Tag etwas passiert und man sündigt erneut. Nach der Reue und Buße möchte man es unbedingt besser machen, aber ausgerechnet dann wird es noch schlimmer. Anscheinend ist es so, dass man sich bemüht, je mehr man sich bemüht, desto weiter fällt man wieder zurück. Reicht es Jesus da nicht irgendwann? Ich finde das eine super Frage. Lieber Jonathan, mach mich mal gerade nochmal groß. Oder ich kann das ja eigentlich hier machen. Ein Moment. Ah, super. mit der Sünde finde ich super wichtig, weil darum geht es ja, wir, und da sind wir uns ja alle eins, dass wir unser Leben heiligen, dass wir ein Licht sind, dass wir
die Sünde ablegen, weil sie uns zerfrisst, weil sie uns kaputt macht, weil sie uns beraubt. Und dazu möchte ich dir einen Bibelvers vorlesen aus Römer 6, 12 bis 14. Lasst also die Sünde nicht länger in eurem sterblichen Körper herrschen. Gehorcht nicht mehr seinen begierigen Forderungen. Überlasst eure Glieder nicht der Sünde als Werkzeug für das Böse, sondern übergebt euch Gott als Menschen, die aus dem Tod zum Leben gekommen sind. Übergebt eure Glieder Gott als Werkzeuge für das Gute, denn die Sünde soll nicht mehr über euch herrschen. Ihr steht ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Damit ist das Gesetz der Sünde. Also wir stehen nicht mehr über dem Gesetz der Sünde, dass wir der Sünde gehorchen müssen, sondern wir stehen unter dem Gesetz der Gnade. Und darin steckt die Antwort, liebe Melanie. Du darfst jeden Tag um Buße beten. Jeden Tag. Jeden Tag wird dir vergeben. Wenn du es nicht leichtfertig machst mit, ach, ich darf ja sündigen, das auf gar keinen Fall, sondern du ringst darum, du kämpfst. Das wird ja hier ausgedrückt. Hier, lasst euch nicht beherrschen, sondern gehorcht den Willen. Das ist ein Kampf. Und es ist okay, dass du kämpfst. Ja? In Jakobus 4, Vers 7 heißt es so, unterwirft euch Gott, widersteht dem Teufel, dann wird er vor euch fliehen. Oder im Galater 5 noch besser, ich sage, wandelt im Geist, ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Das Gesetz, das Fleisch und der Geist kämpft in uns jeden Tag. Also Melanie, es ist okay, dass du kämpfst. Dass es schlimmer wird. Also ich sage mal so, wenn du wirklich mit dem Heiligen Geist kämpfst, wird der Geist Gottes siegen. Früher oder später. Und ich finde nochmal so einen Unterschied, manchmal ist es ja eine Sucht, unter der man leidet, ne? Pornosucht, Alkoholsucht und so weiter. Manchmal ist es eine, ja, einfach so der alte Mensch, zum Beispiel Zorn und Ärger, dass ich immer wieder meinen Ehepartner zum Beispiel anschreie oder ausflippe, jähzornig bin, dann übernimmt der alte Mensch so die Herrschaft. Und manchmal, je mehr ich dagegen kämpfe, habe ich das Gefühl, es wird noch schlimmer. Wir sollen uns aber da nicht täuschen lassen. Auch nicht so sagen, ach ja, komm, lassen wir doch alles. Nein, 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 nein. In Hebräer 12, Vers 1 bis 3 heißt es, lass uns mit Geduld in den Wettkampf hineinlaufen. Aufschauen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ja, und dann heißt es sogar, wenn es mal schwierig ist, ja, da nicht zu sagen, ach, du meine Güte, ich bin nicht geliebt. Nein, 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 im Gegenteil, du bist geliebt. Also mein Aufruf an dich, Melanie, ist, dass du weiter kämpfst, dass du Gott bittest, um dass wirklich du dem Heiligen Geist gehorchen kannst und dass du noch eine Schwester zur Seite nimmst, die mit dir kämpft und mit dir hilft und da auch zusammen zu überlegen, wie kannst du der Sünde widerstehen. Amen. Sind dazu Fragen da? So, okay. Ihr seid noch so ein bisschen bei dem anderen, was ich auch verstehe. Danke, du hast recht, habe das auch mal gesehen, aber das Wort kann ich, ne. Wir sind ja Brüder und Schwestern, einfach unterwegs und teilweise anderer Meinung, das ist auch okay. Ich schätze auch diese Lehrer, sie haben auch Gutes gelernt. Ja, super, finde ich ganz klasse. Gut. Dazu sind jetzt keine Fragen, dann mache ich mal weiter. Und zwar Theodora hat folgende Frage. Mein Sohn ist sehr stark an Dinosauriern interessiert, legt aber auch großen Wert darauf, die Bibel als Wahrheit anzuerkennen. Hammer, toller Sohn. Daher ergibt sich die Frage, wie kann es sein, dass die Dinosaurier vor so vielen Millionen Jahren schon auf der Erde gelebt haben, es aber nicht in der Bibel erwähnt wird? Zumal die Erde laut der Bibel ja noch nicht viele Millionen Jahre besteht. Gab es sie gar nicht? Aber woher kommen dann die Fossilien? Ich hoffe sehr auf eine gute Antwort, die ich meinem Sohn weitergeben kann. Da gibt es eine wunderbare Antwort. Erstens, Hiob 40, 15 bis 24 heißt es, sieh doch das Behemoth, das ich gemacht habe, wie auch dich, sagt Gott zu Hiob. Gras frisst er wie ein Rind,
Sieh doch seine Kraft in seinen Lenden und seine Kraft in den Muskeln seines Bauches. Sieh, er trinkt, dass der Jordan überspringt. Man wird sich hingeben, dass der Jordan in seinen Mund fahre. In Psalm 104, Vers 25, da heißt es auch, da ziehen Schiffe wie Leviathan, den du geformt hast, um im Meer zu spielen. Also hier werden Lebewesen, Tiere beschrieben, die definitiv einem Dinosaurier ähnlich sind. Sie sind riesig, sie bringen den Jordan zum Beben und ja, und hier heißt es nochmal, ja, sind wie Schiffe und spielen im Meer. Ich glaube, also, dass es so Dinosaurier gegeben hat. Erstens. Zweitens, dass sie aber so alt sind und vor so langer Zeit gelebt hat, glaube ich, ist eine Lüge. Es gibt zum Beispiel riesige Dinosaurierspuren wie Fossilien. Fossilien sind ja, ja nicht nur Spuren, sondern auch Schneckengehäuse oder Knochen, die praktisch in Stein sich erhalten haben. Und diese Spuren, da gibt es auch Menschenstapfen rein. Also das ist zum Beispiel etwas, was die Wissenschaft vom Darwin, also von der Evolutionstheorie, sich gar nicht erklären können, weil die Dinosaurier vor den Menschen gelebt haben. Das beweist aber, Menschen haben während den Dinosauriern gelebt. Jetzt, wie kommt man, Fossilien ist ganz, ganz einfach. Fossilien entstehen, können auch heute entstehen, indem etwas durch bestimmte Umstände in Steinen aufbewahrt wird und sich dadurch nicht verwest, sondern erhalten bleibt. Das ist nichts ungewöhnlich und das sagt auch nicht, dass etwas viele Millionen Jahre alt sein muss. Wie kommt man auf das Alter der Erde? Ihr Lieben, ein Segen war ich längere Zeit in Amerika. In Amerika ist man tatsächlich schon so weit, dass man eher diese Evolutionstheorie und diese alte Erde-Theorie nicht mehr 100% vertritt. Ich will es mal ganz vorsichtig ausdrücken. Es gibt wirklich wissenschaftliche Untersuchungen, auch Archäologie, die zu einem wesentlich jüngeren Alter der Erde hinkommt. Wie kann das sein? Es sind alles Theorien, ihr Lieben. Also es ist nicht 100% sicher. Keiner war dabei. Keiner von uns hat vor 1 Million oder 10 Millionen oder wie viel Milliarden Jahren gelebt. Die Bibel hat klare Geschlechtsregister, woran man ungefähr errechnen kann, das ist der Sinn der Geschlechtsregister, dass die Bibel, dass die Erde so und so viele Jahre alt ist. Wie kam man denn überhaupt auf die Idee, dass die Erde älter ist? Das ist ja auch eine Theorie, die erst 500 Jahre alt ist. Höchstens sogar, noch nicht mal, 200 Jahre. Also seit 200 Jahren will man unbedingt, dass die Erde älter ist. Warum? Da gibt es nur einen einzigen Grund. Und das ist ein Fakt. Seit man nicht mehr möchte, dass die Menschheit dran glaubt, dass Gott die Welt erschaffen hat und die Bibel war es. Seit man das nicht mehr will, also seit ungefähr 300, 400 Jahren, versucht man zu einer anderen Erklärung zu kommen. Und es geht gar nicht anders, wenn das alles so mit Mutationen und so weiter aus einem Eiweißmolekül entsteht, diese riesige Vielfalt, kann das nur sein, wenn man diese Milliarden Jahre oder Millionen Jahre in Betracht zieht. Und weil das so ist, musste man dann gucken, welche Theorien kann man hier rausfinden, dass das so ist. Weil sonst funktioniert es einfach nicht. Es geht nicht, dass aus einem kleinen Molekül diese wundervolle Welt mit einem Menschen, der ein Bewusstsein hat, Moralvorstellungen, dass das alles geschieht, kann nicht in kurzer Zeit, außer Gott hat die Welt wirklich geschaffen. Wenn das so ist, dann passt das. Dann muss die Erde nicht älter als 6.000, 7.000 Jahre alt sein. Dann passt alles zusammen wie ein Puzzlestück. Nur wenn man Gott rausnimmt, dann muss man ein völlig neues Puzzle erfinden. Ganz, ganz simpel.
So, und von daher, da niemand es wirklich beweisen kann, da auch die Wissenschaftler sich da alle uneins sind und es viel mehr Indizien dafür gibt, dass die Erde viel jünger ist, als man behauptet in der Evolutionstheorie, können wir davon ausgehen, so lange nehmen wir die Bibel. Und wie gesagt, wenn man das so nimmt und sagt, wir glauben, dass da drin steht, dann macht alles Sinn und alles passt zusammen, auch die Dinosaurier. Ich hoffe, das hilft. Dinosaurier sind, also ob Leviathan und der Behemoth wirklich ein Dinosaurier sind, weiß ich nicht. Habe da auch mal etwas gesehen, wie das ein Riesenfreimacher aufgebaut haben und so weiter. Ja, das sind ja auch nur Namen. Dinosaurier ist ja nur ein Name. Ja? Also es sind ja Knochenreste, die man zusammengepackt hat von riesigen Tieren. Und ob das Fleisch drumherum da wirklich so aussah, weiß auch niemand. Aber es gab große Tiere und in der Bibel werden auch große Tiere beschrieben. Ich finde, das genügt. Gut, machen wir mal weiter, weil da gibt es noch so schöne Fragen. Es sind, glaube ich, nur noch zwei. Eine Frage von Christine. In Matthäus 24, 15 bis 20 steht, alle Menschen in Judäa sollen in die Berge fliehen. Sind dann nur die Juden gemeint? Also kann es sein, dass mit der Flucht nicht alle Menschen gemeint sind? Du nimmst das nämlich aus Matthäus 24. Genau das hatten wir ja eben schon mal behandelt. Da geht es um, Jesus sagt, wenn das Gräuelbild der Verwüstung kommt, dann sollt ihr fliehen und nicht mehr einen Mantel aus eurem Haus holen. Weil dann kommt wirklich eine große Zerstörung und dann kommen viele falsche Propheten und so weiter und so fort. Und dann kommt die Wiederkunft Jesu. So, wer ist damit gemeint? Also zuallererst mal steht Judäa da. Zuallererst mal liegt schon sehr nahe, dass die Zerstörung des Tempels und von Jerusalem, dass Jesus darauf hinweist. Weil kurz vorher in Matthäus 24 sagt er, dass der ganze Tempel zerstört wird. Was zur damaligen Zeit unmöglich war. Also die Leute hatten den Tempel gesehen, also wieso soll der Tempel zerstört werden? Also das ist ja etwas, was Jesus vorhergesagt hat und was ja wirklich passiert ist, was ja schon ziemlich krass ist. Also es liegt nahe, dass Jesus auch auf die Zerstörung von Jerusalem hinweist und da auch sagt, was ja auch tatsächlich passiert ist, da sind viele Juden geflohen, als Jerusalem umstellt wurde. Es ist ja ein geschichtlicher Punkt, der auch von Flavius Josephus erklärt wird. Also es war ein Riesending, die Zerstörung des Tempels. Der ist ja bis heute nicht mehr aufgebaut. Jerusalem war ja auch komplett zerstört. Das war schon richtig schlimm. Und es liegt nahe, dass Jesus auch darauf hinweist. Kann es sein, dass Jesus aber auch von einer weiteren Flucht spricht? Das kann sein. Ich will mal hier drauf noch einmal betonen, wir müssen vorsichtig sein und auch, ich würde mal sagen, lass es uns nicht tun, zu sagen, das ist auf jeden Fall das und das und das. Es ist eine Prophetie und ganz am Ende wird es 100% klar sein, wie das alles so gemeint ist. Bis dahin müssen wir es im Herzen bewahren, wie Maria, die im Herzen bewahrt hat, was der Engel Gabriel ihr gesagt hat. Ja? Und am Ende war dann richtig deutlich mit Jesus, wie das überhaupt gemeint ist, wie er der Erlöser ist, wie er die Welt erlöst, wie er Israel erlöst und so weiter und so fort. Und hier sehe ich das ganz genauso. Warum denke ich, dass Jesus auch noch von einer anderen Flucht spricht, die in Offenbarung 12 erwähnt ist? Weil er danach sagt, es kommen viele falsche Propheten und dann kommt er wieder. Und von daher denke ich, kann er auch gemeint sein, Leute, es gibt hier nochmal eine Flucht, die kurz bevor meiner Wiederkunft stattfindet. Das kann sein. Aber wir bewegen die Worte im Herzen, was sicher ist, und das ist ja auch gut, also von daher ist das auch nicht so wichtig. Ja. Was sicher ist, ist, dass in Offenbarung 12 von einer Flucht die Rede ist. Dass die Frau Gottes fliehen muss. Und dass auch in Offenbarung 18 ein Fliehen aus Babylon eine riesige Aufgabe ist, wichtig ist, damit wir nicht mit Babylon
untergehen. Und das ist die gute Nachricht. Glaube 666 will wissen. Mich interessiert, warum wir keine Weihnachtsfeiern oder Weihnachtsbaum aufstellen dürfen und warum feiern wir genau am 25. Jesu Geburt, da wo der Sonnengott geehrt wird. In der Bibel steht irgendetwas mit Bäume schmücken, dass man das nicht tun soll. Gut, das ist meine letzte Frage heute, ihr Lieben. Bleibt noch ein bisschen dran, weil ich finde, jetzt kurz vor Weihnachten, die Frage will ich noch beantworten. Es geht eine Lehre rum, dass Weihnachten ein Götzendienst ist. So, und dass man Weihnachten nicht feiern darf, weil es Götzendienst ist. So, dem möchte ich Folgendes sagen. Wie kommt man drauf? Zwei Gründe. In Jeremia 10, Vers 3 bis 5 gibt es Verse, die angeblich sagen, ja, da wird ein Baum gefällt, der wird geschmückt und das ist Götzendienst. Ich will es mal vorlesen. Denn die Bräuche der Völker sind nichtig, denn man fällt ein Holz im Walde. Die Arbeit der Hände des Zimmermanns mit dem Beil, man schmückt es mit Silber und Gold, man heftet es mit Nägeln und Hämmern, damit es nicht wanke, wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld sind sie und können nicht reden. Sie müssen getragen werden, denn sie können nicht gehen. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie können weder Böses tun noch Gutes. Zu dieser Zeit in Jeremia gab es noch nicht Weihnachten. Was Jeremia hier meint, sind Götzenbilder aus Holz. Das war die Artemis und das war der Baal und noch, also die Rahel zum Beispiel klaut einen Hausgott aus dem Hause ihres Vaters, dem Laban, und versteckt diesen Hausgott. Das war eine Holzfigur. Da wurde Holz aus dem Wald gefällt. Dann, wie hier, da sagt, die Hände des Zimmermanns haben daraus eine Figur gemacht, haben da ein bisschen Gold dran geklatscht und hat das dann mit Nägeln irgendwo festgenagelt, damit es steht. Und was Jeremia hier sagt, ist, das sind tote Götzen. Die tun einem nichts. Fürchtet euch nicht vor denen. Die sind tot und Punkt. Es meint nicht den Weihnachtsbaum. Jetzt gibt es einen zweiten Grund, warum sie sagen, Weihnachten wäre ein Götzenfest. Weil Weihnachten wurde im 15., 16. Jahrhundert, hat man da diesen Weihnachtsbaum mit reingebracht, also eine Riesentradition gemacht. Und was wohl, es ist nicht klar ersichtlich, aber was wohl zusammengetroffen ist, ist, definitiv hat die Kirche das Weihnachtsfest installiert. Darf die Kirche das? Natürlich. Warum nicht? Wir dürfen und wir sollen doch wichtige Ereignisse wie Pfingsten, die Geburt Jesu, den Tod und die Auferstehung Jesu feiern. Das ist doch ganz wichtig, damit unsere Kinder lernen, was die wichtigen Ereignisse im Reich Gottes sind. Dass sie nicht nur von Jesus hören, sondern ihn schmecken, ihn riechen, ihn feiern. Christliche Feiertage sind biblisch und gut. Gott hat den Juden Feste erlassen. So dürfen wir feiern, weil wir Jesus feiern. Und weil wir Dinge feiern, die Gott mit seinem Volk getan hat. Das ist sehr, sehr gut. Weihnachten ist von der Kirche erstellt worden. Also es wurde festgelegt und da hat das ganze Volk Weihnachten gefeiert. Deswegen ist es ein gesetzlicher Feiertag, ein Überbleibsel aus einer Zeit, wo Jesus noch im Mittelpunkt der Gesellschaft stand. War das am 25. Mal ein römisches Fest? Das kann sein. Also selbst wenn es das gewesen wäre, ist das kein Grund, Weihnachten heute nicht zu feiern. Warum? Geburtstag war auch mal ein heidnisches Fest. Das hat man zur Ehre Artemis gefeiert. Dann dürfen wir auch keinen Geburtstag mehr feiern. Es gibt Namen wie zum Beispiel Diana, ja, die den Ursprung, oder Inga, kommt von Ingeborg, hat Ursprung im, ist ein göttlicher Name, ein Götze, ein heidnischer Gott. Dürfen wir uns jetzt nicht mehr so nennen. Dann gibt es noch verschiedene andere Sachen. Ich habe jetzt noch mal was aufgeschrieben. Also Geburtstage, Namen,
Oh, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind alles Namen, die ursprünglich mal aus dem römischen Götterglauben kommen. Ja? Also Donnerstag wurde benannt zum Beispiel nach Donar und Thor, dem Donnergott. Dürfen wir jetzt nicht mehr Donnerstag nennen, müssen wir jetzt alle die Namen umnennen. Ihr merkt, wo ich hinaus will. Weil etwas mal ursprünglich aus einem Götterkult kommt. Aber jetzt ist es definitiv ein christliches Fest. Es wird Jesus, ist die Geburt Jesu. Dann sind wir frei. Und dann will ich euch das vorlesen. Hier heißt es im Römer 14, Vers 5. Der eine hält einen Tag höher als den anderen, der andere hält alle Tage gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer einen Tag achtet, der tut's um des Herrn willen. Wer isst, der isst dem Herrn, dem er dankt. Wer nicht isst, der isst dem Herrn nicht und dankt Gott dabei. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, Weihnachten zu feiern oder einen Weihnachtsbaum aufzustellen, mach es nicht. Ja? Aber wenn ein anderer einen Weihnachtsbaum aufstellt und Weihnachten um Jesu Willen feiert und diesen Baum schmückt, weil er dieses Ewiggrün, die Ewigkeit symbolisiert, weil es ein Geschöpf Gottes ist, ein Geschenk Gottes, hier steht es auch im Römer 14, verurteile den nicht, der es feiert. Aber verachte du auch nicht den, der Weihnachten nicht feiert. Hab die Freiheit, das zu tun. Im Kolosser 2, Vers 16 heißt es, so richte nun niemanden über euch wegen der Speise oder Trank oder wegen eines Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das sind alles nur Schatten der künftigen Güter, aber der Leib ist Christi. So. Also nochmal ganz, ganz wichtig, streitet euch nicht darüber. Aber habt die Freiheit, einen Tag zu nehmen an Weihnachten, zu feiern mit anderen und da diesen Tag sogar zu nutzen, um Menschen zu Jesus zu bringen. Also bete den Baum bitte nicht an, okay, ich bete auch unseren Weihnachtsbaum nicht an, nichts liegt mir ferner, aber ich feiere die Geburt Jesu und das dürfen wir mit Anstand tun. Es ist ein christlicher Feiertag. Es gibt sogar eine andere Stelle in der Bibel, wo es heißt, auf dem Markt früher gab es öfter mal Fleisch, was vorher den Götzen gewidmet worden ist. Und da heißt es sogar, das fand ich auch noch sehr interessant, wenn du davon isst, alles was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und forschet nicht nach um des Gewissens willen. Also selbst wenn es irgendeinem Götzen geopfert worden ist, das Fleisch selber hat doch Gott gemacht. Jesus sagt nicht, das was in meinen Mund reinkommt, macht mich unrein, sondern das was rauskommt an Worten, macht uns unrein. Der Baum ist ein Geschöpf Gottes. Der Geburtstag Jesu, den wir feiern, ist ein Geschöpf Gottes. Gott hat Jesus gesandt, ja, und so ist das mit vielen anderen Sachen. Wir haben erstmal die Freiheit, erstmal gehört alles Gott und damit gehört es uns. Und wenn du Weihnachten feierst, tu es mit Freude und tu es mit Kraft. Okay, ihr Lieben, wow, das ist der längste Livestream in meinem Leben. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Toll, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gottes reichen Segen. Wenn ihr Fragen habt, bitte unten in die Kommentarleiste. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, unten ist ein Link, da könnt ihr uns finanziell unterstützen. Abonniert unseren Kanal, damit ihr kein Video verpasst. Und verteilt, lasst uns ein Like da, damit die Botschaft rauskommt. Tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.